Keine Bange, das wird kein Tutorial, wie man auf altertümliche Art und Weise seine Wäsche wäscht in so einer Wanne, sondern ich habe schon seit geraumer Zeit eine Bildidee im Kopf und die möchte ich heute zusammen mit dir realisieren. Und zwar werden wir gleich mit Wasser den Herrn Frodo nass machen. Der fährt total auf Wasser ab, deswegen wird das eine leichte Aufgabe. Und dann werde ich ihn versuchen, in diese Wanne zu setzen und vor meiner Schuppenwand ein schönes Bild zu zaubern. Und dann nehme ich dich einfach mal mit und du kannst mir dabei über die Schulter schauen. Also legen wir los. So, Herr Frodo sitzt in der Wanne, er bleibt dort, ist auch schon nass. Ich habe auch ein bisschen was abbekommen und dann können wir jetzt loslegen, indem wir erst einmal das Licht ohne Blitz so... Herr Frodo, sitzen! Frodo, sitzen! So ist fein, bleib! Indem wir die Belichtung jetzt erstmal so einstellen, wie ich das Bild gerne hätte. Das heißt, ich möchte einen dunklen Mut haben, also werde ich mit der Belichtung runtergehen. Und dann, wenn ich das so habe, wie ich das gerne hätte, dann nehme ich erst den Blitz dazu. Bei dem Blitz, weil es kein HSS-fähiger Blitz ist, muss ich halt darauf aufpassen, dass ich die Blitzsynchronzeit im Auge behalte. Das ist bei meiner Canon 6D ist das eine 125. Das heißt, die muss ich einstellen, damit ich nicht diese schönen schwarzen Balken oder unschönen schwarzen Balken im Bild bekomme. Und dann kann ich mit dem Blitz halt aufhellen. Das heißt, die Belichtung reguliere ich dann jetzt nur noch, wenn ich die 125. eingestellt habe, über ISO und Blende halt, ne? Wie gesagt, ich gehe jetzt auf eine 125. Bin bei ISO 100 und werde jetzt mal schauen mit einer Blende 8 vielleicht, wo du bleibst. Ja, ein bisschen weiter mache ich die Blende auf. Blende 5,6, das Käppi umdrehen, damit ich auch was sehe. Kann sogar noch weiter öffnen. Blende 4,0. Ja, so sieht das schon ganz schicki aus. Jetzt nehmen wir den Blitz dazu. So, und ich möchte ihn ganz gerne vorwrapped. Von vorne leicht schräg und leicht erhöht aufhellen. So, das heißt, ich fange da jetzt erst einmal schätzungsweise an, so mit einer Achtel Power von dem Blitz. Muss jetzt natürlich den Auslöser drauf packen. Der steuert quasi meinen Blitz fern. Muss das Ding auch anschalten. Und dann schauen wir mal. Frodo, schau mal. Öhrchen, Öhrchen. Jawohl, da haben wir sogar ein Zungenbild erwischt. Perfekt. Und wo ich da immer drauf achte, ist, dass ich schön runtergehe, dass ich schön tief runtergehe, damit ich hier vorne von der Grasnarbe noch ein bisschen was drin habe. So, wie ich jetzt sehe auf dem Bild, habe ich das Problem, dass die eine Seite von Frodo, nämlich jetzt die Seite, von der das Licht kommt, sehr schön hell ist, aber die andere Seite sehr dunkel ist. Das heißt, da könnten wir natürlich in der Nachbearbeitung noch ein bisschen was machen. Aber ich werde das Licht nochmal versuchen, ein bisschen weiter von vorne und oben kommen zu lassen. So, dazu müssen wir Herrn Frodo natürlich erst nochmal wieder in die, ne, in die Schüssel packen. So, ich habe Herrn Frodo jetzt noch mal weiter nach hinten gepackt mit der Tonne und also mit der Wanne und das Licht mal von der anderen Seite probiert, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr Raum hier im Garten und kann die Brennweite verlängern und dadurch das ganze Bild ein bisschen mehr komprimieren. Dadurch kriege ich eine andere Bildwirkung und ich glaube, die wird mir besser gefallen. Also das probieren wir jetzt noch mal aus. Jetzt können wir nämlich auch mal Querformat probieren. Also gehe ich Fokusfeld in die Mitte, passe auf, dass ich auf One-Shot bin, damit ich auch dann das Bild umkomponieren kann. Mit dem One-Shot-Autofokus habe ich halt den Vorteil, dass ich den Auslöser halb auslösen kann, halb durchdrücken kann, ihn auf die Augen fokussieren kann und dann nochmal den Ausschnitt verändern kann. Das kann ich mit dem AI sehr wohl nicht, weil dann würde er halt den Fokus nachführen und dann würde er auf der Brust sitzen und nicht mehr auf dem Auge. Good boy! Wo sind deine Öhrchen? Jawohl, und da haben wir es eigentlich auch schon. So, machen wir nochmal einmal Hochformat. Und noch mal tiefer gehen, dann muss man sich halt auch mal notfalls in den Dreck legen. Frodo? Ja, vielleicht auch einmal im Profil. So, mit dem Bild bin ich zufrieden. Ich werde das auch noch mal einblenden und achte immer ganz genau auf deine Umgebung, also nicht nur auf den Hund. Ich habe da hinten in dem Tor sind so zwei Beschläge und da habe ich aufgepasst, dass die halt nicht irgendwie einmal hier in den Kopf reinstoßen, sondern dass die wirklich rechts und links sind und Frodo mit dem Kopf dazwischen ist und vor allen Dingen auch, dass die auch in der Waage sind. Ne? Das kann ich natürlich auch hinterher in Lightroom noch anpassen,
Aber je mehr du gleich beim Fotografieren schon darauf achtest, dass dein Hintergrund vernünftig ist, dass du vielleicht auch gerade die Kamera hältst, desto weniger Arbeit hast du hinterher in Lightroom. Vor allen Dingen ist es halt auch so, wenn ich in Lightroom nochmal kippe das Bild, also ausrichte, dann kann halt sein, dass ich dann unten, wenn ich zu knapp an der Wanne dran wäre, dass die Wanne dann halt, dass ich die dann im Anschnitt plötzlich habe, weil ich das Bild dann nicht mehr weit genug drehen kann. Ne? Deswegen immer in Kamera schon, in der Kamera schon so viel wie möglich richtig machen, dann hast du hinterher weniger Arbeit in der Bildbearbeitung.